Entschuldigung, ist hier die Agritechnica 2021? Hast du heute nicht gut gegessen? Alter! Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog, ne? Wir beide, wir machen jetzt mal was, das wollten immer ganz viele und das wollen wir ja auch immer gerne, aber hier, man kommt ja mal zunächst und du da, naja. Und das Wetter muss auch immer passen und hast du nicht gesehen und wir werden jetzt mal gucken, ob das schöne Gerät anspricht, weil die Batterie hier hat, denke ich mal, 0,0 Volt. So, jetzt musst du mal vorglühen. Ja, warte. Jo, das glüht schon. Gang ist raus. So, mal gucken, ob er das startet. Gut. Auf ihn ist immer Verlass. Ja, unglaublich, ne? Tote Batterie. Mit der Hand angerissen. So, scharf rum und ein bisschen raus. Ja, durch das lange Stehen fehlt natürlich immer so ein bisschen Luft, auffüllen und dann gucken wir mal. Hast du auch getankt? Ja, ist bestimmt voll. Der Sprit, der da drin ist, ist bestimmt 5 Jahre alt. Das ist nur ein guter Kram. So, wir müssen mal gucken. Wir machen mal ganz nach außen. Mal gucken, was passiert. Was haben wir überhaupt vor? Ach so, du fragst mich. Ja. Wir wollen einmal hier, man sieht unsere Auffahrt. Ich zupfe ja immer das Grün raus, aber ja, das klappt nicht immer so gut. Und durch das Hin- und Herfahren mit den Autos und den Treckern und so sind die Steine so ein bisschen runtergedrückt und befestigt. Und die wollen wir jetzt ein bisschen auflockern, damit die Auffahrt wieder schöner aussieht. Weil dieser Grünstreifen, das sieht nicht so schön aus. So, so. Übergabe.
Erster Einsatz, wir testen. Du musst auch nach hinten gucken. So geht das hier nicht. Ja, ich hatte ja hier schon so ein bisschen angefangen. Ich habe den Bagger hier schon stehen. Ich werde da noch mal ein bisschen weitermachen und hier und da noch ein bisschen ziehen. Und Katharina wird da fleißig ihre Runden drehen. Immer wieder rauf, runter, hin, her. Das Problem ist, wir sind sonst immer da oben umgedreht. Und wer gesehen hat, was ich, dritten Video gemacht habe oder so, da habe ich ja da oben, starkes Wendemanöver. Da habe ich ja da oben Asphaltrecycling eingebaut. Und diesen Asphaltrecycling wollen wir natürlich jetzt nicht festfahren. Ne? Wie ich das sehe, passt das auch nicht. Also mal gucken, dann müssen wir vorher umdrehen. Wäre ja schön gewesen, wäre das gegangen, wäre, dass man dazwischen umdrehen kann. Aber wenn die Ecke natürlich dahinter quasi, naja, die kommt ja nicht mit rum. Müssen wir mal gucken. Da kann man also mit der Kette, du kannst ja nicht rückwärts fahren. Aber du willst ja auch nicht so ein Umdrehmanöver machen, dass das 100 Jahre dauert. Das muss ja hier zack, zack und fertig, damit man hier immer schön rauf und runter. Man kann ja schon sehen, es fängt ja schon an zu arbeiten. Das dauert ein bisschen und dann geht das. Und dann habe ich da schon noch ein paar Steine. Die werden wir dann damit einarbeiten und dann wird das schon werden. Und du, Kandidat X, mach du mal diese Richtung. Die da. Du musst vor der Ruine umdrehen, wa? Ja, das passt nicht. Passt nicht, ne? Nee. Ich weiß auch nicht, du bist ja jetzt quasi so rum umgedreht, ne? Was passiert, wenn man andersrum umdreht? Das war eigentlich gar nicht so schlecht, als ich rückwärts gefahren hatte, das rübergezogen, aber dann ist es ja den Reifen gekommen, das war nicht so gut. Ja, wir machen noch ein Gewicht drauf. Gut, versuch mal dein Glück, ich lade mal den Bagger ab. Ja, mach mal die Schulter. Was für eine Kette? Thank you.
steht er hier ganz einsam und verlassen. Was war denn los? Ich war und wollte den Ball schmeißen und habe auf die Bremse gedrückt und vergessen, die Kupplung zu drehen. Und dann ist er mit der Bremse ausgegangen? Habe ich ihn ausgemacht. Da war ich. Wie alt waren wir denn? Also 12 oder so, da habe ich die Bremse repariert. Ich glaube, Fadi war damit bei, so ein bisschen, aber auch, ja, so ein bisschen. Das weiß ich noch wie heute. Da sind wir damals zur HG Neutin, da war das alles noch gut. Da sind wir hin an Tresen. Hier, wir brauchen Bremsen für so einen Kramer. Da ist der ins Lager gelaufen und hat die rausgeholt. Kommen wir gleich wieder mitnehmen. Ich habe ja was vergessen zu sagen. Na? Ich habe ja gar nicht deine Arbeit erklärt, ich habe ja nur meine Arbeit erklärt. Ja, ich muss hier nur ein bisschen aufpassen. Nee, du musst nicht nur aufpassen, du machst das Wichtigste von allen. Das ganze Wasser, was hier nämlich die Auffahrt runterläuft, muss ja schön geleitet werden. Und deshalb Fahrradachse an der Seite, so ein bisschen die Steine und das Ganze weg, damit das Wasser, was alles, was aus dem Dorf kommt, schön abgeleitet wird in die Gullis. Ja, aber Fakt ist, ja, so gerade wie das Gerät dahinter, das hier macht, das kriegt nichts anderes hin. So. Mit dem besten Fahrrad der Welt. Ja, mit Speedy Gonzales hier. Läuft bei dir. Zündung ist an, jo. Ja, aber ich habe schon wieder das Problem, kannst du mal bitte. Das geht am besten, den rein und dann hier so. Uha, da kommt nicht viel. Das ist noch nicht viel. Gar nichts. Ist der überhaupt wirklich drin? Halt mal die Kamera. Ja, ich halte die Kamera. Jetzt mal? Nö. Nein! Ich hab ihn getötet! Wie hast du das denn gemacht? Ich hab nur auf die Bremse getreten. Aber da ist was rot gewesen gerade. Da ist ein Wackelkontakt drin. Ein Zündschloss. Siehst du, läuft wieder, Schatz. Und meine Frau sieht. Wackelkontakt und Zündschloss. Das ist aber auch wieder China. Wollen wir wetten? Ich kann es nachher mal ein bisschen erklären. Ich habe den hier umgebaut, weil ich hier andere Scheinwerfer gebaut habe. Ich erzähle das nachher mal und dann reden wir da mal drüber. Erstmal die Arbeit hier. Achso, ich muss das Ding noch abklären. Danke.
Entschuldigung, ist hier die Agritechnica 2021? Ja, wir sind schon live. Ich sag ja, Agritechnica 2021. Du kannst dich hier nicht entscheiden. Ach so, das ist der neue Träger, ja. Da läuft ja schon was aus. Oh, so schön neu. Hier, heile Trelleborg-Reifen. Cool. Oh, schon dreckig. Ja. Da sind sie sich ja alle nicht einig. Ich meine, da geht ordentlich Öl durch, ne? Aber in unserer Region ist Flachdichten nicht so. Hydraulischen Oberlenker. Ja. Oh, hier sitzt ja noch was Feines. Oha, das scheint ja irgendein Wissen zu sein. Aber 1, 2, 3, 4, 5 Steuergeräte. Sehr gut. Steuergeräte immer ankreuzen. Da geht bestimmt noch mehr, aber. Obwohl, ne, mehr? Glaube ich gar nicht. Ja, herrlich. Nun machen wir hier den Check. Oh, hier mit Teppich. Uha. Hier ist das aber warm drauf. Zu dieser nachträglichen Lösung sage ich jetzt einfach mal nichts. Es gibt so Sachen, die ich beim neuen Träger nicht sehen möchte. Und das ist sowas. Ja, Herr Hardimann. Herrlich. Jetzt sind schon so viele Leute da. Ich komme die Tage nochmal wieder, liebe Doms. Verspreche ich euch, dann muss ich erstmal fahren. Aber heute muss ich erstmal noch den Neugeruch wahrnehmen. Bevor die anderen hier alle raufpupsen. So, das war der erste Eindruck. Wir kommen noch mal in Ruhe wieder. Ich will mal gucken, ob ich so ein Ding starten und fahren kann aus dem Stand. Ich bin auch eine pingelige Socke, ne? Ich könnte, das hier stand ja alles da drüben beim Ladewagen und beim Neuner. Aber es könnte ja nass werden und deswegen fahre ich das nicht raus und deswegen kann das da nicht rein. Deswegen habe ich das hier erstmal hingedrückt. Ja, bloß nicht nass werden. Oh Mann, nee. Aber beim Ladewagen bin ich da mal so ein bisschen pingelig, ich weiß nicht. Mit Holzfußboden und so, ich mag das nicht. Egal, wir wollten ja noch mal einmal kurz drüber gucken. Wir haben ja, was ja nicht ganz politisch korrekt ist, einmal den neuen und einmal den alten Deutz in dieser Folge. Und dieses ist ja kein Deutz, es ist ja ein Kramer. Und der Kramer ist ja in den Jahren erstanden nach dem Krieg, wo es ja wirklich so war, was habe ich für Komponenten? Oder ich bin X, ich bin Hersteller X, ich kaufe mir die Komponente und die drei Metallteile verbinde ich miteinander, das kann ich selber und schreibe dann meine Marke drauf. Da gibt es ja auch irre viele Bücher für drüber mit hier Marke X, Y, Z, die hat man ja auch gar nicht gehört. Und Kramer, und da muss ich jetzt echt mal nachhaken, ich habe das, man müsste das mal nachgoogeln, ne? Ich will ja auch immer gerne so einen Kramer Allrad-Radlader noch haben. So ein 350 oder 180 heißen die ja. 180 die älteren, 350 die neueren. Resultiert das noch aus den Zeiten? Ist das Kramer noch das Kramer? Weil die Trecker sind ja irgendwann eingestellt worden. Ja. Auf jeden Fall, wo wir bei Komponenten sind, der hat nun mal Einzylinder Deutz luftgekühlt. So, deswegen heißt das Diesel, das Video, der alte und der neue Deutz. Genau, wir haben hier ein 11er Deutz, 11 PS, Einzylindermotor, schön mit Ölbad, Luftfilter noch. Und ja, im Grunde genommen stimmt sogar meine Videobeschreibung noch nicht. Die muss ich sogar noch ändern. Und zwar ist es so, dass hier, wenn man hier mal guckt, der ist von Baujahr 55. Genau, B11, 2000 B11 und dann Baujahr 55. Tach, Moinsen. Ja, wie gesagt,
Den Träger, da ist mein Vater noch mit zum Melken gefahren. Dafür war der seinerzeit noch. Ja, und als Kinder haben wir uns den irgendwann mal aus der Ecke geholt. Der stand da immer so traurig in der Ecke. Und dann haben wir uns den aus der Ecke geholt und dann gab es da so Probleme mit Undichtigkeiten hier am Motor. Da hatten wir einen super Nachbarn, der hat von Deutz Motoren von vorne bis hinten Erfahrung und der hat den ganzen Boden mit Teilen liegen. Und der hat uns geholfen und hat das mit fit gemacht. Und dann, was war da noch? Dann hatte er immer noch, ich weiß gar nicht, was es war. Es war irgendwo im Getriebe. Die haben wir dann, wo wir bei Baukastenprinzip sind, allseits beliebter Deutz-Motor, allseits beliebtes ZF-Getriebe, 4 Gänge, oben links rückwärts, 1, 2, 3, 4, 5. Auch immer wieder gerne genommen. Und der hat, der Nachbar den Motor gemacht und da war eine Hakeligkeit drin. Der blieb manchmal zwischen dem vierten und fünften Gang blieb der manchmal haken. Und dann musste man den wieder anstupsen. Und dann musste man den dann ein Stück zurückschieben. Dann konnte man den Gang wieder rausmachen oder diese Verklemmung rausmachen und dann wieder neu reinmachen. Und dann fuhr er wieder. So bin ich als Kind damit groß geworden. Da hatte er immer so seine Probleme mit. Und als die Pachtung von dem Hof, den meine Eltern gepachtet hatten, zu Ende ging, haben wir den Trecker mitgenommen. Und dann ist er zu meinem Onkel gekommen und von da aus ist er dann hierher gekommen. Ja, so war das. Und da hat man dann zwischendurch so in den Zeiten, als wir den Hof hatten und auch in der Zeit danach immer mal so ein bisschen was dran gemacht, so dass das immer alles funktioniert. Ne? Also im Grunde genommen original ist es ja nicht mehr, weil ich habe hier, die Elektrik war vergammelt, da ist mal in den harten Zeiten, als man was konnte, dieser unschöne Kasten reingekommen. Aber das ist dann jetzt dicht und ordentlich. Und dann ein bisschen nostalgisch. Hier sind hier oben schöne runde Arbeitsscheinwerfer dran gekommen zu diesem Bügel, der ja irgendwann mal Vorschrift wurde, weil die Menschen ja tot gingen, haben sich hier verklemmt und dieser Sitz ist darauf gekommen. Ja, das sind so die grundlegenden Veränderungen, die vielleicht auch nicht mehr dem Original entsprechen. So, und dementsprechend habe ich, weil ich da kann man mal sehen, wie ich vor Jahrzehnten mittlerweile schon Lust auf Veränderungen mit Licht hatte, da habe ich diesen Schalter eingebaut, der ja eigentlich Standard ist, aber nicht Standard, denn ich habe gleichzeitig die Lichter hier genommen, die konnten ja nur Standlicht und Abblendlicht. Und ich habe das jetzt umgebaut. Wir müssen mal gucken, dieser Schalter hat ja, wie gesagt, diesen Wackler. Da hinten sieht man jetzt die rote Leuchte. Ja, wenn man jetzt hier wackelt, heute geht das, ne? Weiß nicht, was der hatte. Vielleicht, weil der einfach nicht benutzt wurde. So, und wenn man jetzt dreht bei diesem Schalter, kann man auch sehen, hier schon an meiner Hand, fängt es an zu leuchten. So, und ich habe das nämlich umgebaut, dass man, wenn man den dreht, dass man den Standlicht hat. Dann noch ein weiter, Abblendlicht. Noch ein weiter Fernlicht. Gucken wir das Ganze nochmal in Richtung vorne an. Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht. Ja, so habe ich das mal umgebaut. Fand ich damals schon irgendwie doof, dass der nicht so richtig Licht hatte. Und dann habe ich das so umgebaut. Mega cool eigentlich, ne? Also der Schalter, das ist bestimmt alles nicht zugelassen. Der Trecker war ja auch... Ich hatte eine Zeit lang, als ich mal so Autosammler war, hatte ich 007er Nummer für Oldtimer. Und da war dieser Trecker auch über die 07er Nummer mit versichert. Und deswegen konnte ich damit auf der Straße fahren. Ja, und was ich damals noch gemacht habe, war diesen hier. Das war auch ein arschteures Teil. Und eigentlich, ja, geht auch alles. Andere Seite geht auch. Hinten, ja, hinten geht auch. Das Einzige, was war, dass ich das noch nicht hingekriegt habe hier mit der... Mit der Blinker-Rückmeldungsgeschichte. Ja. Da kann ich mich noch so dran erinnern. Ja, den Kasten, den habe ich mal neu gemacht. Der war hier kaputt. Aber ansonsten habe ich an der ganzen Karre mal einen Ölwechsel. Früher, das waren noch die besten Zeiten. Da hatten wir ziemlich viel Ärger. Mit dem Anlasser. Der war immer kaputt. Da hatten wir immer Probleme mit. Und dann ist der irgendwann mal in so eine Schmiede gegangen, wo du dachtest, die ist eigentlich schon nicht mehr am Leben. Und der hat den aufgearbeitet. Seitdem läuft das. Ja. Jetzt ist halt, wie gesagt, die Batterie tot, aber mit dem Überbrücker, das reicht ihm immer. Springt er immer super an. Ja, und dann, genau, ich habe ihn mal getrennt und wir haben die Kupplung nochmal gemacht. Genau. So, da ist eigentlich technisch alles schon so gemacht. Jo. Schon ganz cool. Man muss sich mal überlegen, was man weiterhin damit will. Will man
will man diese Super-Restauration, dass man sagt, dass das Ding komplett wieder neu soll und soll aussehen, als wenn er gestern aus dem Laden kam? Oder soll der in so einem Used-Look bleiben und man sagt sich hier, die Technik muss funktionieren, sodass er angemeldet werden kann und dann läuft er so mit? Das muss man sich irgendwann nochmal überlegen, da habe ich mir jetzt noch keine Gedanken zugemacht. Er ist generell da, es macht Spaß damit zu fahren, wir schlöpen damit immer die Auffahrt fein. Letztes Jahr war so ein nostalgischer vor Corona war so ein nostalgischer Geburtstag. Da sind wir damit hingefahren. Das war auch ganz nett. Ja, man hat ihn, er läuft, er bremst, er hat Licht, alles was man braucht, um auf der Straße existieren zu dürfen. Man müsste ihn eigentlich nur mal so weit bringen, dass er angemeldet ist, aber ja, das müsste man nicht alles, ne? Also, erstmal das zum Kramer. Dann habt ihr den auch mal in Aktion gesehen. Katharina hat hier sich so viel Mühe gegeben und hat ja überall die Kameras rangehängt. Ich konnte die Szenen alle gar nicht. Da waren noch mehr und die waren noch länger, aber ich habe das natürlich alles ein bisschen zusammengeschnitten. Aber hat sie super klasse gemacht, fand ich mega. Moin. Ja, in diesem Hause passieren noch Zeichen und Wunder. Ich bin gerade dabei und zauber hier die Sommerräder rauf. Boah, das kann man ja auch beim Monatswechsel auf, na, wenn das erste halbe Jahr rum ist, kann man das ja auch mal machen, ne? So kein Problem. Ja. Hier hat mal der Vorgänger versucht, hier ist normalerweise so grau. Und dann haben die das gespachtelt. Und dann haben die gedacht, spachteln wir das und lackieren das über. Sieht total cool aus. Und jetzt ist hier dieser Grenzfall, wo mal was abgeht und mal was nicht abgeht. Eigentlich hätte ich gerne alles wieder ab, aber naja, egal. Warum erzähle ich euch das? Ziemlich einfach, während ihr dieses Video hier guckt, sind wir hoffentlich 800 Kilometer weit gefahren und an unserem Zielort angekommen. Wir holen uns eine neue Gerätschaft, hoffe ich. Also angerufen, bisschen telefoniert, bisschen geschnackt, bisschen geklärt, was ist es? Ist es in Ordnung? Wurde da schon mal drum gebastelt? Bla bla bla, wie das dann immer so ist. Aber du kannst es eben nicht, sagen, ja, ich fahre da hin und oh, guck mal hier. Soll wieder irgendeiner den Kalender manipulieren? Kann wieder keiner, ne? Muss ja überall den Kalender umschwingen. Oh Mann, ey. So, ne? So ist besser. Ja, wir fahren da hin. Wie gesagt, ich habe geschnackt. Das ist soweit stimmig. Müssen wir mal gucken. Und ja, wenn es passt, nehmen wir das dann gleich mit. Das ist eben das. Ich bin immer der Meinung, sicher, wenn du was für 100 Euro kaufst, dann kannst du dir das auch schicken lassen, dann ist das gut. Aber wenn du dir was kaufst, was schon ein bisschen mehr kostet, dann musst du das einmal gesehen haben. Und dann ist ja auch immer so, kann ich immer nicht verstehen. Leute haben die Artikel nicht gesehen, rufen dich an, keine Ahnung, inserierst was, kostet hier, nehmen wir mal ein gutes Beispiel, was weiß ich, kostet 400 Euro, rufen dich an, bla bla bla. Ja, nehme ich für 300. Warum 300? Du hast das noch nicht mal gesehen. Du kannst nicht sagen, dass das scheiße ist oder dass das anders ist als beschrieben oder was auch immer und du willst gleich 25% Rabatt. Warum? Ich verstehe diese Menschen nicht. Das geht mir nicht in den Kopf. So, wenn jetzt eine herkommt und sagt, oh, guckt sie das an und sagt, oh, ja, nee, aber das ist ja nicht so, wie das auf dem Bild zu sehen war. Und okay, dann hat er das gesehen, dann ist das auch in Ordnung. Dann kann man eher mal über sowas verhandeln. Aber pauschal zu sagen, ey, gib mir das mal für so und so viel Geld. Nee, geht nicht. Tut mir leid. Kann ich nicht. Mach ich nicht. Habe ich keine Lust zu. So, und von daher, was ist müde? So. Von daher gucken wir uns das an und ja, wenn es passt, kaufen wir das. Und dann auf der Tour, erwähnte ich schon im Mittwochsvideo, ja, werden wir noch wo anhalten, Scheiben putzen und ich habe da noch ein paar Gerätschaften, die möchte ich gern fahren und ich will noch was probieren und ich will noch was, was soll ich denn noch? Angucken, probieren und benutzen. Ja, klingt irgendwie komisch. Egal. Wird auf jeden Fall lustig, da freue ich mich riesig drauf. Wenn ihr das hier seht, sind wir hoffentlich schon da. Ja, total cool. Seht ihr dann im nächsten Video. Mega spannend. Was heißt mega spannend? Ja, wenn wir schon durch Deutschland fahren, dann wollen wir das auch so nutzen, dass das irgendwie noch einen positiven Beigeschmack hat. Ne? Ja, mal gucken. Wie gesagt, weil wir eben insgesamt 1600 Kilometer fahren,
will ich jetzt einmal alles durchgucken, die Sommerräder natürlich raufziehen, damit hier die Winterpuschen mal von dann gehen. Das ist ja auch so eine Sache, irgendwann ist das einfach mal fällig. Und wenn jetzt schon ein halbes Jahr rum ist, dann kann vielleicht auch ich mal mit, na, was denn, ich mal mit Sommerrädern fahren. Der Schuster, der hat immer die schlechtesten Schuhe, das war schon immer so. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Was habe ich vergessen? Was hast du mir gerade gesagt? Nee, hast du nicht, kannst du gar nicht. So wie jetzt zum Beispiel, wenn wir am Wochenende unterwegs sind und ihr da ein bisschen aktuelle Infos haben wollt, ganz einfach. Folgt uns auf Instagram, schnacki-lona, und da gibt es dann immer ein bisschen aktuellere Informationen. Tag. Tag. Hier, wir wollen gleich los, noch Träger fahren, aber vorher machen wir noch schnell hier zwei Pakete auf, die sind noch gekommen, dann können wir das noch schnell abarbeiten. Prio, Amazone. Ja. Irgendwas mit Cutter. Ja, ist ein Rohrschneider, weil nämlich diese kleinen Schnuddelrohre, das ist total doof, wenn man die so mit der Flex schneidet und so. Deswegen mal so ein Rohrschneider, und der kann extra auch kleine. So mit Mini hatte ich noch nicht. Ja, total geil. Rohrschneider können wir sehr gut gebrauchen. Da kann man auch Hydraulikleitungen und sowas mitmachen. Komischerweise können wir alles gebrauchen. Gibt ja, nichts, wir können immer sehr können. Viel gebrauchen. Wir können immer sehr viel gebrauchen. So. Ja, dann kam hier noch ein Paket. Ach, guck mal hier. Viel Spaß. Ja. Und was ist es? Ja, sieht aus wie ein Vogelhaus. Warte mal. Hier. Ja, ist ein komisches Vogelhaus. Aber in das Vogelhaus? Ja, ja. Also, wir hatten vorher geschrieben. Ach nee, das war falsch rum. Wir hatten geschrieben, es ist immer noch falsch rum, wir hatten geschrieben und uns mit Maßen ausgetauscht. Und zwar geht es ja darum, beim Ladewagen die Kamera, dass die ja so, als die mal so einen Strahl abgekriegt hat vom Maishäcksler, dass die so abgeknickt ist da quasi, die Kamera. Und jetzt habe ich das ja wieder mit Klebeband gemacht und das hält auch, aber es ist ja keine Dauerlösung. Und jetzt hat mir jemand geschrieben und wir haben so ein bisschen die Maße ausgetauscht. Und der hat sich die Mühe gemacht und hat quasi mit dem 3D-Drucker so eine Schachtel gemacht, die total abgedunkelt ist, man das nicht sehen kann. Es ist aber so, dass diese Löcher hier, mein Schatz, passiv sind sogar für da hinten. Das heißt also, die Kamera kann da so rein, mit Blick nach vorne. Also da gibt es jetzt mehrere Löcher, die kann man da reinmachen quasi. Dann passt das hier überein, hier hinten kann das Kabel durch. Und dann ist die Kamera so ja da drinne, so, und guckt da so raus. Das ist ja geil, aber das ist richtig, also das muss ich ganz ehrlich sagen, also sowas Hochwertiges sieht richtig, so richtig geil aus. So 3D-Drucker sind total abgefahren, ne? Ja. Es ist der Wahnsinn. Mega. Sieht aus wie gekauft, sieht ja mega gut aus. Total vielen, geil. Vielen Dank. Super. Also, für die beiden Sachen bedanken wir uns vielmals und jetzt wollen wir Deutz fahren. Du kommst mit. So. Wir brauchen ja nur ein gutes Thumbnail, ne? Ungefähr so, ne? Ja, Profiline FZ80. Stoll FZ, ja? Heißer Tipp. In Sachen Stoll bin ich genau, wenn ihr das Video seht, auch unterwegs. So. Jetzt sitzen wir hier. Wie geht denn das alles? So, es ist ja Deutz, da ist ein Schlüssel. Machen wir mal ohne Kupplung. Kupplung ist das eine für sich. Ja, Kupplung braucht er zum Beispiel nicht. Also ist kein Fett. Oh, hier wird schon schön bunt. Oh, hier ist noch Radio. So, das haben wir schon mal. Handbremse. Handbremse, Handbremse, Handbremse. Ist hier was drauf? Nö. Hier eine? Nee. Ja, hier, riesig. Guck mal, hier ist auch noch mal Handbremse. Ich muss bestimmt. Ja, sagt er auch. Sitzen und Bremse betätigen. Bremse betätigen. Jetzt hat es gemacht. So. Absoluter Selbsttest ist auch geil, oder? Ich behaupte ja mal ganz frech: Vorwärts ist vorwärts. Fährt so ein Trecker dann gleich los? Nö. Wenn ich Gas gebe, dann fährt er los. So, jetzt geht es hier um den Selbsttest. Hier hoch sind die Tore. Oh,
die Tore. Nee, da kommt noch nichts. Hier ist noch ein Schloss. Schloss. Wo ist hier ein Anti-Schloss? Ich brauche ein Anti-Schloss. Hier ist auch irgendwas, kann ich nur nicht identifizieren. Escape, Mut, hier ist ein Schloss, Hydraulik. Nee. Länger drücken vielleicht. Jetzt ist es grün geworden und es kommt wieder ein Geräusch. 6 Ventile verfügbar. Oha, der will aber los. Der will aber los. So, vorwärts haben wir, das haben wir, das haben wir. Jetzt geben wir nochmal Gas, passt. Oh, das ist die jüngste Generation, da muss man aufpassen. Nicht, dass wir den Hof-Hof-Nachfolger noch hier... Tschüss! Oh, hoffentlich komme ich überhaupt rum. Nicht, dass ich hier noch ein Fahrrad wegnagel. Passt so gerade eben. So. Fährt sich wie Sau. Hey, grinst noch? So, das haben wir schon mal alles. Jetzt treten wir mal voll durch. Das muss ja mehrere Fahrbereiche geben. Ah, jetzt kann ich ja schon sehen, steht was mit 10 km/h. 10 km/h. So, jetzt muss ich ja irgendwie hochkommen. Beim New Holland war es aus seiner Zeit so, aber das wird vorwärts rückwärts sein hier. 10 km/h. Drehzahl, neutral. Hier kann ich, hier ist ein Plus. Ne? Bei Plus passiert nichts. Wenn ich natürlich schneller mache, ach guck mal, wenn ich schneller mache, erhöht sich hier oben der Fahrbereich. Das funktioniert so, wenn ich den betätige. So, jetzt haben wir hier ein aufgelöstes Fahrpedal zwischen 0 und 40. Da haben wir doch schon mal was. Treten wir mal, latschen wir mal rein. So. Das ist schon mal gut. Hier über die neu gemachte Brücke bin ich noch nie rüber gefahren. Ja. Also, Selbsttest bestanden, ne? Das haben wir schon mal. Aber ich kann mir nicht vorstellen, hat der Deutzmann denn nur über diesen Hebel das so gemacht, dass ich damit die Geschwindigkeit vorwähle. Wenn ich den jetzt, wir stehen jetzt mal, zurückziehe. Das muss doch auch noch andere Fahrmodis geben. Hier ist ja nur Vorderachsfederung, jede Menge Öle. Automatische Lenkung. Was haben wir denn hier? Ah, hier hinten ist auch noch ein Rädchen. Was kann das denn? Ja, hier hinten ist noch so ein Rädchen. Und wenn ich hier an dem Rädchen drehe, dann geht es hier auch vor und zurück. Aha. Ja. Geil. Das ist immer so deutsch cool. Er zeigt mir hier den Ladedruck an. 1,1, 1,5, 2, 2,7 bar. Das ist nochmal, das habe ich hier liegen für ein Zylon, eine Ladedruckanzeige. Da habe ich richtig Bock drauf. Da haben wir schon noch rum zu manipulieren und mal zu messen. Ja. Aber kann man alles machen, ne? Aber es ist so, generell kann man jeden Fan fahren, jeden Trecker fahren. Ja. Aber fährt sich so ganz nett. Also das kann ich nicht anders sagen. Ja. Aber es ist natürlich auch so eine 80er Schwinge. Ah, nochmal ein Stück zurück hier. Für mich geht es auch gut mit der Sicht nach hinten. Hier hinten hat er auch noch reichlich Platz und immer noch dieses Problem, das wird sich wohl nicht ändern. Das wäre ja nicht so meins, ne? Ja. Es ist... Ja. Weiß ich noch nicht.
Hier steht ja auch noch was mit Eco. Das muss ja auch noch was zu bedeuten haben. Das ist ja mit den ganzen Boost-Angaben und so, da kommt ja auch keiner mehr hinterher, ne? Wahnsinn. Ja, wie gesagt, was ich interessant finde, bin ich mal gespannt. So eine 80er Schwinge. Ja, soll mal gucken. Ich interessiere mich auch für so Frontlader und für so Schwingen. Und mal gucken, ob sich da was ergibt. Ja. Ansonsten, ach so, hier ist noch so eine Neutraltaste. Dann piept er auch. Fahrtrichtungshebel neutral bringen, da haben wir da ja den meinen. Hier ist ja auch noch, warte mal, Plus und Minus drauf, was ich nicht ganz verstehe. Wenn ich jetzt hier fahre, kann ich denn damit auch, da ist jetzt 40 drin. Also ich würde behaupten, das kann man doch irgendwie noch im Schnellmodus machen. Aber das finden wir vielleicht noch raus. Hat er einen Drehzahlspeicher drin? Nein, ist nichts vorgespeichert, ne? So, Automatik, Allradsperre, da kriegen wir noch hin. Ah, hier. Eco Power Auto. Man muss auch mal diese Sachen hier wegmachen. Ah, so. Eco Power Auto. Ah, hier. Aha. Also hiermit, jetzt haben wir Power. Wenn wir runterdrehen, dann regelt sich Eco. Achso, das gibt hier. Ja, das ist ja auch witzig. Also Eco 800 bis 1400. Dann drehen wir ein bisschen hoch. Bis 1700. Das ist also, wie weit er drehen soll. 2000, 2100. Das wäre jetzt Auto. Ja, das ist so ein bisschen, ja, man kann hier so drehen, ja, und dann Power. Jetzt wäre ja mal interessant, bei Power, was der Ladedruck sagt, eben hatten wir ja 2,7, ne? 40 km/h haben wir vorgewählt und jetzt Ladedruck, Action. Ja, 2,9. Ah, war das gerade ein Pfeifen vom Turbolader? Das glaube ich aber gar nicht. Hui! Das fehlt mir ja noch bei meinem Neuner. Wie kann ich euch das denn mal beibringen? Geil! Hat der Deutz ja mal Pluspunkte gesammelt. Junge, was ein Geräusch. Fu, fu, fu. Stark. Ja, sowas hat natürlich so ein alter Neuner nicht, ne? Oder so ein Achter. Das müsste ja so ein Plop-Off-Ventil sein, um den Ladedruck irgendwie wieder runterzuholen. Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Sehr interessant. Hier scheint ja auch noch nachträglich für den Frontlader gekommen zu sein. Eine Schwingungstilgung muss ja. Da muss ich noch mal den Bauern fragen. Ich glaube, es ist Schwingungstilgung. Und dann hier scheint er ja tatsächlich mit Drehrädchen eine Front-ERR zu haben. Hier doppelwirkende Steuergeräte noch mit Unterfunktion. Auch gut, dritten und vierten Steuerkreis. Hier zwei Steuergeräte. Heckhydraulik. Fronthydraulik. Tempomaten. Achso, hier kann ich bestimmt mein Vorgewendemanagement machen. Ja. Vorwärts, rückwärts, da nochmal. Eine Stopptaste. Steuergeräte mit Klack. Also mit. Wie heißt es so schön? Mit Drucklosfunktion hier, ne? Mit Entlastungsfunktion. Ja, hier haben wir schon nochmal Handgas. Ew. Ja, und hier ist ja auch noch irgendwas. Achso, hier kann ich in meinem Menü bestimmt blättern, ne? Ich drehe und drehe und drehe. Drücken. Hier, ja. Das ist quasi für hier. Kann ich mir alles Mögliche einstellen. Ja, also so in die Tiefe wollen wir nicht gehen. Interessanter Trecker und wir haben mal den Vergleich. Also bei Deutz, auch wenn der Vergleich hinkt wegen dem Kramer, hat sich auch was getan. Kann man nicht anders sagen. Sitzt sich ganz nett. Sieht ja auch so ein bisschen stylisch aus.
Wobei ich fast sagen muss, wenn die in Samefarben angemalt sind, dann haben die manchmal noch einen geileren Blick so. Die Scheinwerfer sind manchmal noch ein bisschen geiler. Kann manchmal sein, muss aber nicht. Ja, das war es soweit aus der Deutz-Kabine. Das finde ich ja total cool. Haben wir das auch mal gesehen, das vor allen Dingen gefahren, das wollte ich ja gerne mal. Und ja, das soll es dann auch zu diesem Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen haben sollte, könnt ihr gerne einen Daumen da lassen oder einen kleinen Kommentar noch schreiben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!